Auf den ersten Blick sieht es aus wie die Fotografie einer Handtasche. Doch bei genauerem Hinsehen lassen sich feine Strukturen erkennen. Das Foto ist in Wahrheit ein Papierschnitt. Die Arbeiten von Stefan Thiel entstehen Schnitt für Schnitt in der sogenannten Cut-Out-Technik. Sie sollen den Betrachter überraschen. Ich arbeite schon mit der optischen Täuschung, das ist klar. Also das ist ein integraler Bestandteil, weil ich eben in erster Linie mit der Fotografie arbeite, die ich dann zurückversetze in den Papierschnitt. Das Berliner Atelier von Stefan Thiel. Mit einem Skalpell schneidet er nach und nach Stücke aus dem Papier. So entstehen komplexe Bilder. Ich achte bei der Arbeit darauf, dass das kleinste Detail nicht zu groß wird, weil sonst die Arbeit eine Leere bekommt und dann an Intensität einfach verliert. Das heißt, ich sage mal so, das kleinste Detail, der kleinste Lichtpunkt, den ich bei einer Arbeit wie dieser schneide, entscheidet dann über das gesamte Format. Stefan Thiel fotografiert alle potenziellen Motive und hält sie auf Dia fest. Seine Arbeitsschritte sind immer ähnlich. Zuerst projiziert der Künstler die Dias auf einen Papierbogen. Dann zeichnet er die Umrisse nach. Zwischen 2 Stunden und 1 Monat braucht er für die einzelnen Arbeiten, je nach Größe und Detailreichtum. Wenn Stefan Thiel erzählt, dass er professionell Papierschnitte macht, reagieren viele Menschen erstaunt. Die meisten Menschen holen ihre Erinnerung aus der Kindheit hervor, wo sie das dann in der Schule, in der Grundschule gelernt haben, Sterne für Fensterdekoration oder anderes herzustellen. Und dann sehen sie halt meine Arbeit und merken einfach, dass die Technik ganz anders verwendet wird, als sie es eigentlich gewohnt sind. Nicht nur in diesem dekorativen Umfeld, sondern eben halt auch in einem bildnerischen. Inspirieren lässt sich der Berliner von allem, was um ihn herum passiert. Konsum ist momentan das wichtigste Thema seiner Arbeit. Ideen holt er sich auf der Straße, vor allem auf dem Kurfürstendamm, eine der bekanntesten Einkaufsmeilen der Hauptstadt. Das ist halt meine nächste Umgebung und in der schaue ich mich um. Ich habe das schon immer so gemacht. Ich habe auch früher als Student sehr häufig meine eigene Familie thematisiert und habe meine Freunde mit ins Bild geholt. Und so passiert das hier eben auch, dass ich dann meine nächste Umgebung, wenn ich vor die Tür gehe, was ist da, das fließt dann ein in meine Arbeit. Weil das so mein authentisches Umfeld ist. Einmal im Monat knipst er sich durch die Straßen der Stadt. Ich suche mir Motive aus, die konkret zu meiner Arbeit passen. Das heißt, es sind dekorative Objekte, es sind Sachen, die Reflexionen haben. Das hängt meistens mit der Oberfläche der Sachen zusammen. Also es sind meistens dann dekorative Oberflächen, Oberflächen, die reflektieren. Also wie wir das vorhin schon gesehen haben in der Arbeit mit der Handtasche. Stefan Thiels Werke werden weltweit ausgestellt. In Zürich, Los Angeles oder Sydney. Seit 10 Jahren widmet er sich dem Papierschnitt. In der Anfangszeit beschäftigte er sich vor allem mit Landschaftsmotiven. Egal, was Stefan Thiel macht, wichtig ist der Blick für das Detail und Geduld. So übersetzte er in mehr als 4 Jahren ein französisches Romanfragment in Blindenschrift. Das Resultat 25 Bände. Die Kunstsammlung Neubrandenburg zeigt momentan rund 30 seiner Bilder. Sie haben alle eins gemeinsam. Das, was ich ja immer tue beim Papierschnitt, ich schneide die Bildoberfläche auf. Das heißt, ich zerstöre sie. Ich greife also praktisch in den Raum dahinter. Und insofern waren diese Tarnnetze für mich sehr interessante Arbeiten, weil eben auch die Tarnnetze im Prinzip aufgeschnittene Wände sind. Mit diesem künstlerischen Ansatz ist Stefan Thiel erfolgreich. Bis zu 40.000 Euro kosten seine Papierschnitte. Ab Mai sind seine Arbeiten in Sydney zu sehen.